Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 1464, zum Thema aktionistischer Symbolpolitik entgegentreten, Schranken für private Videoüberwachung bewahren. Ich öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion als erstem Redner Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte, Herr Kollege Herrmann. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer zu Hause, die wichtigsten Anträge kommen doch immer zum Schluss. Und ich hoffe, es kommen im Laufe der Debatte noch ein paar Kolleginnen und Kollegen dazu. Auch wenn im Titel unseres Antrags das Wort Videoüberwachung steckt, ist das nicht im technischen Sinne Thema des Antrags. Außerdem haben wir über Sinn und Unsinn der Videoüberwachung und des Einsatzes der Videoüberwachung für die Schaffung von irgendeiner Art von Sicherheit in mehreren Anträgen ja schon ausgiebig gesprochen. Zumindest die Sachverständigen waren sich immer einig, dass Videoüberwachung Geld- und Ressourcenverschwendung ist und für die Schaffung von Sicherheit nichts taugt. Aber dass sie alle Fakten auch gut ignorieren können, das haben wir Piraten nicht nur bei der Diskussion zur Videoüberwachung hier ja immer wieder erleben müssen. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz der Bundesregierung. Ich habe das nicht so getauft, welches demnächst zur zweiten Lesung im Bundestag besprochen und beschlossen wird. Wer jetzt glaubt, hier wird Videoüberwachung verbessert, der irrt sich, und zwar gewaltig. Tatsächlich wird hier die massivste Ausweitung der Videoüberwachung gesetzlich festgeschrieben, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Offensichtlich ist das aber nicht. Denn das Einzige, was in dem Gesetz steht, ist, dass dem Bundesdatenschutzgesetz § 6b, der die Videoüberwachung durch Private im öffentlichen Raum bisher regelt, ein neuer Satz 2 hinzugefügt wird. Und dieser Satz 2 sagt einfach ausgedrückt Folgendes aus. Flächendeckende Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist wichtig für den Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit der dort aufhältigen Personen. Tolle Sache, oder? Videoüberwachung im öffentlichen Raum wird also mit diesem Gesetz als wichtig für den Schutz von Leben und Gesundheit und Freiheit definiert. Videoüberwachung für den Schutz von Freiheit ist aber ein kleines Paradoxon, wie ich finde, aber ich habe das Gesetz ja nicht gemacht. Jetzt mag man sich denken, das ist zwar völliger Quatsch, Videoüberwachung einfach per Gesetz als wichtig zu definieren, und das tut ja auch nicht weh. Aber da unterschätzt man den Bundesgesetzgeber ganz gewaltig. Denn bisher sind die Datenschutzbeauftragten der Länder jeweils zuständig für die Einhaltung der Auflagen beim Einsatz von Videoüberwachung durch Private. Und dabei haben sie entsprechend den gesetzlichen Regelungen immer zwischen dem Recht auf Freiheit und Privatheit des Einzelnen und den Schutzinteressen der Bevölkerung insgesamt abwägen müssen. Das ging oft, eben aufgrund der Unwirksamkeit der Videoüberwachung, oft gegen die Videoüberwachung aus. Der Effekt der neuen Definition ist nun, dass diese Abwägung immer in Richtung des Einsatzes von Videoüberwachung ausgehen wird, da diese ja eben als wichtig im Gesetz definiert ist. Besonders perfide in der Gesetzesbegründung ist zudem, dass genau dieser Abwägungsprozess der Landesdatenschutzbeauftragten als zu restriktiv angesehen wurde und deshalb der Bund dem einen Riegel vorschiebt. Das heißt, den Landesdatenschutzbeauftragten wird vorgeworfen, dass sie ihre Arbeit nach Recht und Gesetz machen. Eine unglaubliche Unverschämtheit, wie ich finde. Und allein dazu wäre die Landesregierung schon zu einer Stellungnahme verpflichtet, meiner Meinung nach, zum Schutz unserer Landesbehörde, die sich an das Gesetz und die Verfassung unseres Bundeslandes hält. Übrigens eine wichtige Sache am Rande, die auch in keinster Weise klar und deutlich im Gesetz aufgeführt ist. Im Fachtext des Gesetzes wird jetzt von optisch-elektronischer Sicherheitstechnologie gesprochen. Das ist wesentlich mehr als Videoüberwachung und schließt die ganzen Software-Tools wie Verhaltenserkennung, Personenidentifizierung, Gesichtserkennung und so weiter mit ein. Die feuchten Träume der Überwachungsfanatiker also. Guten Morgen 1984, das ist genau die Überwachungswelt, vor der wir Piraten immer gewarnt haben. Einfach mal eben durch die Hintertür, durch die Entmachtung der Landesdatenschutzbeauftragten. Nun wird das Bundesdatenschutzgesetz, das neue, in diesen Wochen beraten, und das noch gar nicht beschlossene Verbesserungsgesetz ist da schon eingearbeitet. Zurzeit werden die Stellungnahmen der Bundesländer zu diesem Gesetz erarbeitet, und damit spreche ich Sie direkt an, verehrte Vertreter der Landesregierung. Nur wenige da, aber Herr Jäger, danke. Wir Piraten erwarten, dass Sie sich in den nächsten Wochen massiv für eine umfassende Überarbeitung der Regeln für die Videoüberwachung einsetzen.
und dabei insbesondere das Recht des Einzelnen auf seine individuelle Freiheit über ein dumpfes Sicherheitsgefühl einer schweigenden Mehrheit stellen. Wir werden Sie dabei beobachten. Meine Damen und Herren Abgeordnete, bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Zustimmung zu unserem Antrag. Danke. Danke, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Stotko das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, manche Reden hier im Landtag Nordrhein-Westfalen wiederholen sich leider, nämlich insbesondere immer dann, wenn die Piraten Anträge einbringen, die sich mit Bundespolitik beschäftigen. Und bei dem Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, Herr Kollege Herrmann, der Anlass Ihres Antrags ist, hat NRW null, aber auch wirklich null Einwirkungsmöglichkeiten. Und das wissen Sie auch selber, deshalb fordern Sie in Ihrem Antrag auch gar nichts. Wenn man sich Ihren Antrag anschaut, er hat ja vier Punkte einer Forderung oder Feststellung, da steht nicht einmal, dass einer was gegen dieses Gesetz machen soll, weil Sie wissen, dass Nordrhein-Westfalen überhaupt nichts dagegen machen kann. Dann kommen wir mal zu den vier Punkten, die Sie hier fordern. Erstens, Sie behaupten, es gibt eine Kritik an den Landesdatenschutzbeauftragten. Die gibt es nicht. Check. Zweitens, Sie wollen, dass Nordrhein-Westfalen sich für den Datenschutz einsetzt. Tun wir jeden Tag. Check. Drittens, Sie wollen keine Absenkung des Datenschutzes. Machen wir nicht in NRW. Check. Viertens, Sie wollen eine wissenschaftliche Untersuchung nur in NRW. Halte ich für Unsinn, wenn wir das im Bund machen. Check. Fünftens, lehnen wir Ihren Antrag ab. Tatsächlich ja. Check. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Schittges. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Herrmann, ich kann Ihnen nur sagen, Sie leben in einer Welt, die von uns so nicht wahrgenommen wird. Das kann ich nur mit aller Deutlichkeit sagen, und das zeigt auch wieder, wie Sie in dieser Runde, in diesem Parlament platziert sind. Wer hier behauptet, Videoüberwachung sei Ressourcenverschwendung, der sollte sich mal mit öffentlichen Nahverkehrsunternehmen beschäftigen und mal sehen, was da verhindert wird durch den Einsatz im öffentlichen Raum, privaten Raum. Und ich bin seit der Zeit, wo es erstmalig Erkundungen gab, Erkenntnisse gab, was Videoüberwachung bedeutet, Anhänger einer solchen. Die Frankfurter Verkehrsunternehmen haben vor Jahren den Artikel, habe ich an alle Kollegen weitergegeben, die damals im Innenausschuss waren. Da hatte man Schäden von 20 Millionen. Nach einem Jahr der Nutzung der Videoüberwachung wurde das halbiert und weiter abgesenkt. Und deshalb, was immer passiert, Sie leben in einer Welt, Herr Herrmann, das merke ich auch im Innenausschuss. Naja, seit gestern, meine Damen und Herren, habe ich zumindest den Eindruck, dass die Piraten ein schwieriges, gestörtes Verhältnis zum Bildmaterial haben. Man muss sich das mal vorstellen. Da wird von der Zuschauertribüne fotografiert, für die eigene Verwendung, Kollegen fotografiert, für die eigene Verwendung, ich sage das mal. Und dann hat man den Eindruck, nachdem die Präsidentin das Ganze durch die Sitzungsunterbrechung entsprechend beantwortet, dass man sich übergangen fühlt. Ich saß hier an meinem Platze und hatte den Eindruck, wo bin ich eigentlich, in welcher Veranstaltung bin ich? Und dann gucke ich mir heute den Antrag durch. Meine Damen und Herren, da steht hier in diesem Antrag, das muss man sich mal vorstellen, in welcher Runde bin ich eigentlich? Eine Einschränkung von Grundrechten, die berührt ja auch die Kollegen dieser Fraktion, da das überhaupt keine Frage ist, darf nur vorgenommen werden, wenn ein sorgfältiger Abwägungsprozess stattgefunden hat. Und selbst nur dann, wenn die Einschränkung zweckmäßig, notwendig und verhältnismäßig ist. Das muss man sich mal vorstellen. So etwas wird in so einem Antrag formuliert und dann dieses Auftreten gestern Abend. Ja, das muss man doch mal in ausreichender Weise beantworten. Und dann ist hier die Rede davon, Grundrechte der Betroffenen und berechtigte Interessen der Betreiber von Überwachungsanlagen. Ich will Ihnen mal mit Blick auf die Realität, es geht ja nicht nur darum, Leben und Gesundheit zu sichern, sondern auch sachgerechte Entscheidungen zu treffen. In einem Artikel vom 28.01. da wird darüber berichtet, dass der Bundestag das Ganze betrieben hat und beraten hat und auch die Diskussion der Videoüberwachung stattgefunden hat. Da steht in dem Artikel, Videoüberwachung in der Bahn wird immer erfolgreicher. Und jetzt kommt's. Die Videoüberwachung der Bahn wirkt. Die Bundespolizei hat letztes Jahr 1.888 Straftaten, Gewalttaten 15, 1.536 mittels stationärer
Videotechnik in Zügen und in Bahnanlagen des Bundes aufgeklärt. Darunter fallen 877 Gewalttaten. 2015 waren es nur 543. Wie Körperverletzung, Raub, Widerstand gegen Polizeibeamte, Diebstähl und dergleichen, dass die Hälfte der verursachten Straftaten von Deutschen begangen wird, ergänzt das Ganze. Und da sagt der Bundesinnenminister bei Vorlage seines Gesetzentwurfs: Uns ist allen klar, dass Videotechnik kein Allheilmittel ist, aber es ist doch kein Dämon. Und deshalb sage ich Ihnen, ich bin schon sehr dankbar, meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Videoüberwachung haben. Und von daher freue ich mich sehr, dass der Bundesrat den Gesetzentwurf von Thomas de Maizière in diesen Tagen hat passieren lassen. Insofern kommt, das war mein Bemerken, als ich die Bitte angetragen bekam, zu diesem Thema zu reden, was heute hier stattfindet, findet völlig zur Unzeit statt. Eine Bemerkung, gleichwohl noch zu Ihrem Ansinnen, neuerlich eine wissenschaftliche Untersuchung zu den Auswirkungen der Videoüberwachung erstellen zu lassen. Liebe Mitstreiter aus der Piratenfraktion, ich glaube, offen und ehrlich gesagt, das wird nicht viel bringen, denn erstens gibt es zahlreiche Studien zu diesem Thema und Ergebnisse sind mehr als eindeutig. Und zweitens denke ich, und das geht in Ihre Richtung, dass ein weiterer Stapel bedrucktes Papier dort Erkenntnisbereitschaft wecken wird, das glaube ich nicht, wo sie immer noch nicht vorhanden ist. Das gilt in Ihre Richtung, meine Damen und Herren. Als Antragsteller, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schittges. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Gut, ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mir ging es, als ich den Antrag der Piratenfraktion gelesen und bearbeitet habe, doch ähnlich wie dem Kollegen Stotko, der sich ja eben auch schon gefragt hat, was sind denn jetzt eigentlich die konkreten Forderungen, die in diesem Antrag drinstecken. Ich kann erst mal sagen, aus grüner Sicht, die Überschrift ist gut und dass wir uns für Datenschutz einsetzen sollen, das finden wir auch ganz okay. Das machen wir seit 7 Jahren sehr konsequent. Insofern arbeiten wir genau an dem, was Sie uns da aufgeschrieben haben, aber eine wirklich konkrete Forderung daraus abzuleiten, das ist ein bisschen schwierig. Jetzt haben Sie das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, das sogenannte, angesprochen hier im Redebeitrag. Wir wissen nicht, was am Ende des Gesetzgebungsprozesses auf der Bundesebene dabei rauskommen mag. Der erste Durchgang war letzte Woche im Bundesrat. Wir Grüne nehmen, und das hat sich auch in der ersten Runde im Bundesrat ja schon gezeigt, die kritischen Anmerkungen der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, die sie ja in den letzten Monaten auch immer wieder vorgebracht haben, sehr, sehr ernst. Der Ball liegt jetzt im Deutschen Bundestag. Ich bin mir sehr sicher, dass die Grüne Bundestagsfraktion diese Bedenken dann auch in den Gesetzgebungsprozess sehr, sehr intensiv reinbringen wird. Und wir haben unsere, ja, Herr Herrmann, hören Sie mal zu, wir haben unsere Möglichkeiten ja schon genutzt. Wenn Sie sich das mal angeguckt haben, was letzten Freitag im Bundesrat passiert ist, da hat Nordrhein-Westfalen einen Antrag unterstützt, der kam aus dem Rechtsausschuss aus Hamburg, grüner Justizsenator. Und dieser Antrag setzte sich durchaus kritisch mit dem Vorhaben des Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes auseinander, hat da eine Initiative auch gestartet, die wirklich problematischen Stellen, wo wir inhaltlich da auch durchaus beieinander sind, ein Stück weit wenigstens zu entschärfen, soweit das halt in diesem Setting Bundesrat möglich ist. Denn inhaltlich ist es tatsächlich so, dass es durchaus ein schwieriges Vorhaben ist, was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, lieber Kollege Herrmann, wie Sie eigentlich die verschiedenen Sachverhalte, auch in Ihrem Antrag im Übrigen, immer wieder in einer völlig unzulässigen Art und Weise vermischen. Weil es ist tatsächlich so, und das sehe ich ganz genauso wie Sie, dass wir bei der Videoüberwachung durch Private, bei der Videoüberwachung im Rahmen von 6b Bundesdatenschutzgesetz durchaus eine schwierige Tendenz in den letzten Jahren hatten. Gerade dann aber es aus meiner Sicht total falsch und total unzulässig ist, dann immer zu sagen, ja, und wir haben die
ÖPNV beispielsweise, da nimmt die Videoüberwachung so zu. Und auch ihr mit euren Bodycams steht bei Ihnen im Antrag. Wenn Sie sich mal angucken, wie die Videoüberwachung auf Basis von 6b BDSG ausgeufert ist in den letzten Jahren und sich dann anschauen, wie maßvoll Videotechnik bei der nordrhein-westfälischen Polizei eingesetzt wird, dann zeigt das einfach, Sie haben da eine völlig verzerrte Wahrnehmung von dem, was Rot-Grün in den letzten Jahren hier gemacht hat. Ich teile durchaus das, was die Bundesdatenschutzbeauftragte und die Landesdatenschutzbeauftragten vorgebracht haben, dass es schwierig ist, diesen Abwägungsprozess jetzt um eine weitere Dimension sozusagen zu erweitern. Wir haben im Paragraph 6b Bundesdatenschutzgesetz einen Abwägungsprozess, der eigentlich bisher immer dominiert war, von dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung. Jetzt droht die Gefahr, wie gesagt, wir wissen nicht, was am Ende rauskommen wird, dass diese Dimension aufgeweicht wird. Und da haben wir tatsächlich eine Schwierigkeit. So, Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Herrmann zulassen? Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Beuter, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Können Sie nachvollziehen, dass wir ein Problem damit haben, dass im neuen Bundesdatenschutzgesetz nichts von den bisherigen Regelungen zur Videoüberwachung wiederzufinden ist, also das, worüber wir jetzt hier im Videoüberwachungsverbesserungsgesetz reden, wo Sie auch gerade Probleme entdeckt haben, es ist davon nichts wiederzufinden. Es wird einfach das Endergebnis des Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes als neuer Tatbestand festgestellt, das heißt die Wichtigkeit, das ist jetzt das Neue im Gesetzgebungsverfahren drin, es ist nichts von der Vorgeschichte ist mehr enthalten. Können Sie nachvollziehen, dass wir damit ein Problem haben? Herr Kollege Herrmann, ich kann nicht alle Probleme nachvollziehen, die Sie haben, fachlich und inhaltlich an dieser Stelle. Kann ich mir das durchaus vorstellen, aber wir müssen auch gucken. Erstens, wir wissen nicht, was am Ende bei dem Gesetzgebungsverfahren rauskommen wird. Zweitens, wir haben es hier mit einem Antrag zu tun, der sich mit diesen Fragen eigentlich nicht in der gebotenen Art und Weise auseinandersetzt, weil da im Prinzip nur drin steht, Datenschutz ist irgendwie auch wichtig. Und da muss man sich sehr konkret anschauen, was dient eigentlich dem Datenschutz. Sie haben eben in Ihrem Wortbeitrag ja die Datenschutzbehörden angesprochen, die ja denen ja eine Aufsichtsfunktion zukommt. Und da muss man dann einfach sich angucken, wer hat denn in den letzten Jahren immer wieder den Datenschutz und die Landesdatenschutzbeauftragte in ihrer Funktion, in ihrer Arbeit gestärkt. Und das waren wir. Wir haben dafür einen erheblichen Stellenaufwuchs gesorgt, weil wir wissen, und das ist nicht ein Ergebnis, das Frank Herrmann herbeigezaubert hat, sondern das ist eine Tatsache, die sich durch die ganzen 7 Jahre rot-grüner Regierungszeit durchgezogen hat, weil wir wissen, dass die Landesdatenschutzbeauftragte und ihre Behörde eine extrem wichtige Arbeit machen. Deshalb haben wir dafür einen massiven Stellenaufwuchs gesorgt. Die Vorgängerregierung, daran darf ich noch mal erinnern, hat da die Stellen zusammengestrichen. Wir haben dafür gesorgt, dass dieses Streichkonzert nicht nur beendet wurde, sondern wir haben einen massiven Stellenaufwuchs geschaffen, weil wir eben aus den Beratungen auch wissen, dass die Frage der Videoüberwachung da ein viel nachgefragtes Thema ist. Das ist ein wirklich konkreter Gewinn für den Datenschutz, der auch nicht in Berlin passiert, sondern der hier bei uns in Nordrhein-Westfalen passiert. Und um zu diesem Ergebnis zu kommen, lieber Kollege Herrmann, als letzter Satz, dazu brauchen wir auch keine Studie, sondern dass wir diese wichtige Behörde in ihrer wichtigen Funktion stärken mussten, das haben wir ganz alleine herausgefunden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Wedel das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Entwurf des sogenannten Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes der Bundesregierung zielt im Ergebnis darauf ab, den notwendigen Abwägungsprozess zwischen dem Interesse einer nichtstaatlichen Stelle an der Durchführung von Videoüberwachungsmaßnahmen und insbesondere den Grundrechten betroffener Dritter zu modifizieren. Gleiches gilt für den im Zuge der Verarbeitung der einmal erhobenen Daten erforderlichen weiteren Abwägungsprozess.
Der Gesetzentwurf zielt ausschließlich auf von der Öffentlichkeit stark frequentierte öffentlich zugängliche Großflächen, wie etwa in Einkaufszentren sowie auf Stationen und Fahrzeuge des öffentlichen Personenverkehrs ab. Er verfolgt eine doppelte Zwecksetzung: Prävention mit Blick auf ein mögliches Erkennen jener Örtlichkeiten auskundschaftender Täter und Repression durch die Lieferung von Material für die Ermittlungstätigkeit nach Straftaten. Wenn der Antrag der Piratenfraktion einwendet, es sei problematisch, dass an dieser Stelle Grundrechtseingriffe durch Private ausgeweitet werden, gilt es aus unserer Sicht Folgendes zu bedenken. Mit Ausnahme von privaten Einkaufszentren oder Kinos geht es bei den genannten öffentlichen Transportmitteln in der Regel um solche, deren privatrechtlich organisierte Betreibergesellschaften vollständig oder überwiegend in öffentlicher Hand sind. Der öffentlichen Verwaltung ist die sogenannte Flucht ins Privatrecht indes verwehrt. Sie darf sich durch die Wahl der Rechtsform insbesondere nicht den ihr obliegenden Grundrechtsbindungen entziehen. Insofern sind Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch die Umgewichtung des Abwägungsmaterials auch weiterhin an den Maßstäben jenes Grundrechts zu messen. Für materiell private Rechtspersonen, wie wir sie bei den erwähnten Einkaufszentren regelmäßig haben, gilt im Übrigen die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte und damit auch des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die verschiedenen Generalklauseln des Zivilrechts wie Sittenwidrigkeit oder Treu und Glauben ermöglichen die Berücksichtigung grundrechtlicher Wertungen im Verhältnis von Privaten untereinander. Mit signifikanten Einbußen beim Grundrechtsschutz rechnen wir deshalb für den Fall einer Verabschiedung des Gesetzentwurfs nicht. Dennoch möchten wir kein Loblied auf die Videoüberwachung singen. Bei dieser handelt es sich mitnichten um ein Allheilmittel. Maßnahmen der Videoüberwachung müssen stets verhältnismäßig sein. Eine flächendeckende Videoüberwachung lehnen wir grundsätzlich ab. Nach unserer Auffassung ist es vielmehr erforderlich, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob von der Installation weiterer Videoüberwachungstechnik ein signifikanter Sicherheitsgewinn oder eine deutlich verbesserte Möglichkeit der Strafverfolgung von drohenden Straftaten zu erwarten ist. Daher soll Videoüberwachung nur nach klar definierten Kriterien, nicht nach Gutdünken an Verkehrsknotenpunkten und Orten erhöhter Kriminalitätsgefahr erfolgen. Für jeden der betroffenen ÖPNV-Bereiche und jedes betroffene Einkaufszentrum ist deshalb im Einzelfall zu prüfen, welche konkreten Sicherheitsgewinne erzielt werden können. Diese Einzelfallabwägung hat die Bundesregierung durch ihren Gesetzentwurf nicht entbehrlich werden lassen. Kameras müssen entweder mittels dauernder menschlicher Beobachtung der Bilder ein sofortiges Einschreiten bei Gefahr ermöglichen oder aber signifikant die Aufklärungswahrscheinlichkeit von Straftaten erhöhen, andernfalls ist ihre Anbringung zu unterlassen. Für die Auswertung der Daten muss dies erst recht gelten, sie muss anlassbezogen erfolgen. Zu Ihrem Antrag werden wir uns im Ergebnis enthalten. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung weist noch Lücken auf. In seiner Stellungnahme vom 10. Februar 2017 hat der Bundesrat unseres Erachtens zu Recht angeregt, den Gesetzentwurf noch um eine Ausweitung der Meldepflichten bei der Aufsichtsbehörde nach § 4d BDSG zu erweitern. Wird Videoüberwachung durch Private in größerem Umfang als bisher zugelassen, ist auch ein höheres Kontrollniveau erforderlich. Dem kann eine solche Ausweitung Rechnung tragen, die in der bisherigen Fassung jedoch noch fehlt. Im Übrigen wird es aus Sicht der Freien Demokraten darauf ankommen, trotz zu erwartender Harmonisierungseinbußen, die infolge der Datenschutzgrundverordnung zu erwarten sind, das Datenschutzniveau in Deutschland zugunsten der Bürgerinnen und Bürger im Grundsatz zu erhalten. Das sollte sich auch für den Fall der Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes durch den Deutschen Bundestag durch eine sparsame Anwendung der Neufassung des § 6b BDSD manifestieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herzlichen Dank, lieber Kollege Wedel, für die juristische Einordnung. Ich glaube, das hat uns allen weitergeholfen, gut getan. Dann kann ich den Teil in meiner Rede weglassen und mich kürzer fassen. Meine Damen und Herren, Videobeobachtung ist, das habe ich auch schon gesagt, Herr Kollege Wedel, eben halt kein Allheilmittel. Es ist ein kleiner Baustein für möglicherweise mehr Sicherheit. Übrigens ist die beste Basis für mehr Sicherheit mehr Polizei. Deshalb ist gut, dass diese Landesregierung seit 2010 deutlich mehr Polizei eingestellt hat. Was das Gesetzgebungsverfahren des Bundes, Herr Kollege Herrmann, angeht, ich glaube, Sie überschätzen die Auswirkungen, die Änderungen auf die Wirklichkeit. Es bleibt dabei, dass immer im Einzelfall eine Abwägung vorgenommen werden muss. Das hat Herr Wedel auch schon erläutert. Nur der Aspekt der Sicherheit wird zukünftig stärker gewichtet.
Herr Minister, entschuldigen Sie. Würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Ellerbrock zulassen? Gerne, Herr Ellerbrock. Herr Minister, Sie hatten eben dargestellt, dass Sie Ihre Rede jetzt kürzer fassen könnten. Könnten Sie dann bitte auf die Fragestellungen, die meiner Meinung nach überzeugend waren, hinsichtlich der mittelbaren Grundrechtswirkung, die der Kollege Redl ja ausgeführt hat, da vielleicht noch mal bitte näher eingehen? Wie Sie das sehen, die mittelbare Grundrechtswirkung. Das finde ich eine sehr wichtige Sache. Nicht, dass das unter den Tisch fällt. Erstens, ich glaube nicht, dass hier irgendetwas unter den Tisch fällt, weil so eine Sitzung auch protokolliert wird. Erstens. Zweitens, ich habe mich den Teil angeschlossen, Herr Ellerbrock, wo Herr Wedel die Grundlagen für dieses Gesetz erläutert hat. Und diese Grundlagen, die juristische Aussage, der kann ich mich wirklich anschließen. Es bleibt auch zukünftig dabei, meine Damen und Herren, dass die Aufsichtsbehörden über den Datenschutz diese Videobeobachtung überprüfen. Insofern ist das Bundesgesetz ein maßvoller Beitrag, der beide Interessen, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf Sicherheit, ausgewogen berücksichtigt. Auch den Rest kann ich dank Herrn Wedel weglassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt und diesen Wunsch kommen wir dann selbstverständlich auch nach. Wir stimmen ab über den Inhalt des Antrags Drucksache 14164. Wer ist denn für den Antrag der Piratenfraktion? Das sind die Piraten und der fraktionslose Kollege Schwert. Wer stimmt denn dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und der FDP. Danke sehr. Enthaltung? Bei der FDP? Entschuldigung. So, dann korrigiere ich gerne, um solche Unklarheiten auszuräumen. Gegen den Antrag haben votiert SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Und jetzt frage ich dann noch mal, wer enthält sich? Und jetzt enthalten sich die Abgeordneten der FDP-Fraktion. Danke sehr. Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 14164 abgelehnt ist. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende unserer heutigen Sitzung angelangt. Ich berufe